Die Border Style Group präsentiert mit die erfolgreichsten Modemagazine in Deutschland. Wir sind ein absoluter Major Player. Wir sind der größte in Deutschland, wenn nicht in Europa. Wir haben eine Marktmacht, die hat sonst keinen Verlag. An Border kommt man einfach nicht vorbei. Also ich glaube, dass Border wirklich der einzige Verlag ist, der alles abdeckt. Ich finde, dass wir bei Hubert Border Media für jede Zielgruppe das richtige Blatt haben. Wir haben die L, die sehr luxuriös ist, die High Class ist, die InStyle, die immer wieder neue Trends entdeckt und in Szene setzt und nach denen sich so viele richten. Wir haben die Freundin, die eine Freundin ist. Wir haben eine Donna, die eine ältere Zielgruppe anspricht, die Best Ager, wie wir sie in der Modebranche nennen, und die sensationell gemacht ist. Und wir haben Border Style, wo wir natürlich alles selber nehmen können, die ganzen Trends. Also für modeinteressierte Individualisten ist Border Style das richtige Magazin. Und die Bunte verrät uns die Geschichten dahinter. Die Border Style Group profitiert natürlich von der Fashion Week, weil Mode steht im Fokus. Es wird über Mode geredet, deutsche Mode wird präsentiert, das ist sehr wichtig, auch für die Endverbraucherinnen. Und darüber, das inspiriert auch die Chefredakteurinnen und ihre Teams, die über diese Mode eben schreiben. Für unsere Modeszene ist die Mercedes-Benz Fashion Week deswegen so wichtig, weil es um deutsche Mode geht. Es geht um die Kreativität unserer Designer und es ist erstaunlich, was wir da aufbieten können. Die deutsche Mode war ja schon mal nach dem Krieg sehr stark und dann kam Jill Sander und dann kam Wolfgang Job und inzwischen haben sich auch Marken wie Escada, Rena Lange, auch Guido Kretschmer und Laurel und Basler und mit Brian Rennie als Designer haben sich etabliert und stehen selbstbewusst und genauso bedeutend neben den großen internationalen Modedesign-Marken.